Die Spielemesse in Essen ist traditionell nicht nur eine der größten Brettspielmessen, die wir haben, sondern das ist halt mittlerweile auch für die Rollenspielszene eine der Messen, an denen man sein Verlagsprogramm am besten präsentieren kann, weil man nicht nur diejenigen Rollenspiele hat, die das Produkt vielleicht schon kennen oder die halt irgendwie auch auf die kleineren Rollenspielkonvente wie Radcon, Feencon, Dreieichcon oder Nordcon gehen, sondern auch quasi einem neuen Publikum, ob jung oder alt, mal zu erklären, was ist ein Rollenspiel, wie funktioniert das, und auch dadurch nämlich halt mit der großen Auslage mal zu zeigen, was machen wir hier eigentlich, und deswegen ist für uns die Messe immer einer der wichtigsten Momente, die wir im Jahr haben. Das Tolle an der Essener Spielemesse ist, dass es halt die weltgrößte Spieleveranstaltung für Brett, Kartenspiele und Rollenspiele ist und damit natürlich für einen Rollenspielverlag extrem interessant, weil man da mit den meisten seiner Kunden in Kontakt tritt, um mal Feedback zu erfahren, um Neuheiten vorzustellen. Zur Messe haben wir eigentlich drei Sachen mitgebracht. Den Aventurischen Atlas, den es in einer normalen Version gibt. Und in der Luxusausgabe, die in Kunstleder gebunden ist und mit einer Thermoprägung versehen ist. Eigentlich eine Neuheit, in unserem Fall dann jetzt mal zwei. Dann haben wir Maskenspiele und Kabale. Das ist die Anthologie zu Reich des Horas. Das heißt vier kürzere Szenarien oder Abenteuer, die im Horasreich spielen, mit einem sehr schicken Cover von Markus Koch. Und die letzte Novität zur Messe, die wir haben, ist das Solo-Abenteuer Im Griff der Schwarzen Eiche von Sebastian Thurau. Fortsetzung von Die Schwarze Eiche. Sehr umfangreich, sprich sehr dick geworden für ein Solo-Abenteuer mit einigen neuen innovativen Spielmechanismen wie Zeit, wo man sich mit der Zeit beschäftigen kann oder mit dem Ort, wo man ist. Und das sind für die diesjährige Messe tatsächlich die drei Novitäten, die wir mitgebracht haben. Warum ist das Solo-Abenteuer so dick geworden? Sebastian Thurau hat sich eine Geschichte einfallen lassen, die sich über letztendlich gesehen drei Solo-Abenteuer erstrecken wird. Das wird nämlich dazu, dass der zweite Band, wie gesagt, es wird noch einen dritten geben im nächsten Jahr. Und um die Geschichte, die die Schwarze Eiche hat, also diesen Bund der Schwarzen Eiche zu erzählen, braucht es einige Abschnitte mehr, und weil man tatsächlich auch Gefährten mitnehmen kann in dem Abenteuer, ist es so, dass du an vielen Stellen deutlich mehr Wahlmöglichkeiten hast. Das heißt also, in diesem Fall hast du die Möglichkeit, A, mit einem Gefährten etwas zu erledigen, die Gefährten Sachen zu erledigen zu lassen, festzulegen, wie viel Zeit kostet dich das, weil zu unterschiedlichen Abschnitten gelangst du nur, wenn du das zu einer bestimmten Zeit machst. Und das Letzte, was man hat, ist, dass sich das auch danach richtet, welche Orte du schon besucht hast. Das heißt, es ist auch eine farbige Karte im Backcover dieses Mal drin, so dass man halt wirklich die Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge aufsuchen kann und sich alleine dadurch halt schon ein deutlich größerer Umfang von Abschnitten, die man aufsuchen kann, ergeben hat. Was halt irgendwie sehr innovatives und auch wieder etwas anderes Spielkonzept ist als das Einsteigerabenteuer, was du in der Schwarzen Eiche hattest. Ja, total aufregend. Wir haben ein ganz schickes neues Redaktionsbüro, wo wir zu dritt sitzen und konspirieren. Es wurde bisher nicht auf mich geschossen oder ähnliches, was man vermuten kann, da wir mit einer Firma für Paintball zusammen im Gebäude sitzen. Aber das ist nicht passiert bisher. Eine Anekdote aus den ersten drei Wochen. Es ist nicht so wirklich spannend. Immer wenn ich mir was total Tolles zu essen mitgebracht habe, letztens hatte ich ein Stück Kuchen dabei, dann gab es tatsächlich was zu essen. Also nahrungstechnisch ist man sehr gut versorgt. Ja, aber es ist jetzt nicht so wirklich spannend, das habe ich ja schon angekündigt. Ja, dieses Jahr gibt es zum Myranor die Abenteuerkampagne Jenseits des Horizonts. Das ist eine Abenteuerkampagne für aventurische und myranische Helden, um im Prinzip Myranor zu erkunden und zu entdecken. Ja, also das ist die Überarbeitung von Reise zum Horizont mit einer umfangreichen Ergänzung. Das ist also die Hinreise nach Myranor mit der Lamea, auf aktuellen Regelstand gebracht mit einigen Ergänzungen. Und dann sind die diversen Ideensammlungen und Miniszenarien, die über verschiedene Produkte verteilt gewesen sind, sind ergänzt worden. Die Schauplätze sind ausgearbeitet worden, die Charaktere sind ausgearbeitet worden. Dann ist jede Menge weiteres Material hinzugefügt worden, inklusive weiterer Abenteuerideen. Als Bonus gibt es dann Vorstellungen von den einzelnen Regionen, von den Kulturen und Rassen in Myranor. Und das Ganze dann noch mit jede Menge Material über Seefahrt allgemein. Wie kann man das interessanter ausschmücken? Was gibt es an alltäglichen Arbeiten, wo man die Helden mit einspannen kann und ähnlichem? Das Ganze ist dann alles in einem Band.
Hinreise, ausführliche Kampagne in Myranor selber und dann auch eine Rückreise, dass die Helden wieder nach Hause kommen können. Das alles in einem Band. Zum einen ist es jetzt in sich abgeschlossen, zum anderen bietet es einen hervorragenden Einstieg, um Myranor einfach mal kennenzulernen, ohne dann jede Menge weitere Bücher erst anschaffen zu müssen. Es hat also einen schönen Überblick. So ziemlich alle Regionen, die bisher irgendwo aufgetaucht sind, werden dort behandelt, werden entsprechend präsentiert. Und wenn man Interesse hat, in der Region mehr zu machen, gibt es inzwischen auch genug anderes Material, was man dann ergänzend dann dazu holen kann. Jetzt zur Messe ist der eine Ring rausgekommen, das neue Herr der Ringe-Rollenspiel. Fast gleichzeitig mit der englischen Version rausgekommen, was daran liegt, dass wir halt die Texte relativ früh bekommen haben und dass die Engländer es in China haben drucken lassen und sich dann die und dann haben sie sich halt das langsamste Boot der Welt ausgesucht, um es in ihr Lager zu transportieren und deswegen ist es glücklicherweise auf Deutsch nur eine Woche später als das Englische rausgekommen, hier auf der Messe. Dazu gibt es auf Deutsch ein Würfelset und es gibt auch noch eine auf 200 Stück limitierte, durchnummerierte Lederedition mit Metallbeschlägen. Ja, jetzt zu Spiel in Essen. Endlich das überfällige Weltenbuch zum Malmsturm. Wir hatten ja eigentlich vor, schon zur Redcon rauszukommen. Leider hat das nicht funktioniert. Dafür aber wieder mit dem gewohnten Goldschnitt in der üblichen hohen Produktionsqualität. Malmsturm der Weltenband. Diesmal ganz ohne Regeln. Das heißt, von vorne bis hinten mit jedem Rollenspielsystem eurer Wahl bespielbar. Natürlich besonders geeignet für unser Fate-System aus dem ersten Band. 528 Seiten, klassisches Sword and Sorcery. Mit allem, was man damit verbindet. Muskelstrotzende Barbaren im ewigen Eis. Dekadente Priester und wahnsinnige Mutationen in den Slums eines alten Imperiums. Uralte Wälder. Lebendig gewordene Bäume, verrückte, merkwürdige Kulte. Ja, und eine Welt, die so groß ist, dass ihr mit Sicherheit irgendwo noch ein paar tausend Meilen findet, wo ihr eure Abenteuer reinparken könnt.